So, da ist er wieder. Machen wir hier noch die Geschichte zu, weil es ja eh bald Feierabend. Hatte ich hier noch etwas aufgesetzt? Nee. Wie viel Wasser haben wir denn überhaupt momentan? Ach, hier habe ich ja auch noch Fressen drinne. Verdammt. Wartet mal, 75%. Und das draußen ist bei 79,3. Ist das, das ist doch dieselbe Charge gewesen, ne? Also hätte es hier draußen besser. Gut zu wissen. So, erstmal Flaschen, Flaschen, Flaschen. Genau, Flaschen wollte ich hier reindroppen. So, dann habe ich ja wieder massig Platz hier eigentlich. Passt mal auf, das nehmen wir mal raus. Warum mache ich nicht einfach so? Mann. Ne? So. Warum hast du denn jetzt die Waffe genommen? Achso, ich habe gleichzeitig 3 gedrückt. So. Dann schmeißen wir hier mal die ganzen Dosen rein. Weil die halten ja auf jeden Fall deutlich länger, wie wir ja uns denken können. Trinkst du noch mal was? Und dann werde ich schon wieder Wasser nachproduzieren müssen, wenn ich das richtig sehe, oder? Ach nee, Quatsch, ich habe ja... Ach, was erzähle ich schon wieder hier? Hab ja noch Wasser im Schrank. So. Kloppt dir noch mal schön lecker Dörrfleisch hinter. Oh, jetzt habe ich mehr gegessen, als ich eigentlich brauche. Okay. Ah, nochmal ordentlich rinziehen hier. Ah, da steigt der Kälte. Gerade hier, ja, kein Wunder. Er ist auch die Tür offen hier. So. Ne, mach mal weg. Was mache ich denn? Drop. Hier wollte ich mal kurz reingucken. Ja, oh, geht noch. Da haben wir noch Zeit. Hier habe ich auch. Ah, ich bin auch ein Depp manchmal. Ich wollte das doch alles da reinfüllen. Obwohl es ja echt noch eine Option wäre, noch einen zweiten Wassertank zu bauen. Mit Regenwasser sozusagen. Müsste man bloß alles mal ein bisschen umbauen hier. Oh, wer ruft denn jetzt an? Entschuldigt bitte. Ich muss es dann mal ein bisschen später noch zusammenschneiden hier. So, da ist er wieder. Entschuldigt bitte. Das war ein unverhoffter Anruf. Unerwarteter Anruf. So. Wo war ich denn geblieben? Genau. Dann vielleicht würde ich mal so einen zweiten Wassertank ranholen. Dann immer schon in den einen Regenwasser und in dem anderen sauberes Wasser. Kann ich sehen, was drin ist? Ja. Hier unten ist Status Safe. Ist auf jeden Fall mal eine Option. So, Kältegrad geht weiter hoch. Türe ist zu. Na dann nehmen wir mal Pen. Ich wollte eigentlich Offscreen Blätter sammeln. Ich habe ich total vergessen. Aber gut. So, bis 0 Uhr, dann machen wir nochmal 5 Uhr oben drauf. Na komm, sind wir mal gnädig, machen wir mal 10 Stunden. So, kein Nebel? Ist ja was Schönes, das. Zack. Ich weiß, wir haben noch ganz viel Loot auf der anderen Seite vom Berg, aber ich finde, ehrlich gesagt, jetzt dieser kurze Weg zu diesen Autos, der ist dann schon ein bisschen zeitsparender, ne? Und deswegen gehe ich erstmal weiter an diesen Weg. Dann wird kein leichter sein. Was? Wer hat das gesagt? So, nehmen wir hier noch die dritte Portion mit. Warum habe ich denn jetzt die leeren Flaschen dabei? Ach, ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Tut mir leid. Drop. Und, drop. So, es geht mir ja sowieso jetzt so wirklich nur darum, die Autos zu zerlegen. Fahre ich dabei mit der Karre? Ja, das Motel ist ziemlich weit weg eigentlich. Und wir sind da schon lange nicht mehr erfahren. 37 Liter haben wir, stimmt. Haben wir gut was abgezapft noch beim letzten Mal. Ich habe hier jedes Mal Angst, irgendwo gegen zu ditchen und dann wieder die Haltbarkeit des Autos runterzureißen.
Halt! So. So, mal kicken. Das Auto hier? Ja, theoretisch ja nicht, ne? Aber wenn es so schräg dran ist. Ja, Moment. Muss ich das wieder umswitchen? Achso, geht ja nicht, wenn ich es ausgerüstet habe. Jetzt seid ihr auch auf dem Boden geschmissen. Mann, was ist denn heute los mit mir? Ah. So, nächster Mal so. Boah, Bär. Lass mein Auto in Ruhe. Lass mein Auto in Ruhe. Geh weg. Arschlochbär. Uah, nein, 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 nein. Uah. Da ist er. Fieses kleines Etwas. Die Karre hier links, die ist da auf jeden Fall noch auseinandernehmbar. So, ich steige mal aus. Ah, ich glaube, der Bus einen Reifen erwischt. Okay. Boah. Das kriegst du wieder. Irgendwann hängst du an meiner Stange. So. Oh, sehr nett. Ja, also. Willkommen beim neuen Lass dein Frust am Schrottauto raus Simulator. Ah, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie noch ein bisschen geändert wird, dass man sich Komponenten vielleicht irgendwie selber herstellen kann. Also diese Komponenten. Oh, da war sogar eine Batterie drin. Die hat irgendwo unterm Auto sitzt noch hier liegen. So, ich glaube. Oh, glatt. Hat sich jetzt schon gelohnt, die Fahrt. Sag mal, das ist doch alles neue Spawn hier. Wir waren doch definitiv schon mal hier. Aber hundertprozentig waren wir schon mal hier. Ja, also, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Es spawnt neu. Nicht alles, aber stellenweise auf jeden Fall. Nochmal Schrott. Schade. Ich habe gehofft, dass man damit irgendwie Türen aufbrechen kann, aber gut. So, dann gucken wir doch gleich nochmal drinnen nach, weil hier drinnen hatten wir doch beim letzten Mal, als wir hier waren, sehr, sehr viel gefunden. Wir hatten hier unsere Sachen drin. Das haben wir alles da reingeräumt, als wir erstmal weggegangen sind. Das weiß ich noch ganz, ganz genau. Aber hier ist dann wohl noch ein Motor. Ja. Einfach mal so neu gedroppt. Es kann auch sein, dass das gedroppt ist wegen dem Update. Dass es Sachen sind, die wir schon kaputt gekriegt haben, die wir irgendwo anders hingebracht haben, was auch immer, keine Ahnung, dass die dann halt jetzt von Natur aus wieder hier gewachsen sind, sozusagen. So total vegane, vegetarische Motoren. Oh, mit 60% jeweils. Nicht verkehrt, aber die Batterie, na gut, die ist jetzt nicht ganz so knusper. So, da haben wir wieder 9 Komponenten. Das hat sich ja jetzt schon ausgezahlt. Aber ich denke, wir fahren trotzdem noch rüber zur... Was sagt die Uhrzeit? Ja, wir fahren auf jeden Fall noch mal rüber zum Hotel. Wir können ja schon mal was ins Auto packen. Oh! Ich hatte noch Sachen im Auto. Ne. Aber wovon? Hä? Vielleicht sollte ich mir in Zukunft doch mal nicht nur die letzte Folge angucken, sondern so die letzten 10, bevor ich weiterspiele. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich die ganzen Sachen her habe. Ha. Total verpeilt. Ich will es jetzt trotzdem machen. Weil ich hoffe ja auch, dass diese Autos dann auch neu spawnen. Aber ich bin nicht gierig, nein. An. Jetzt hier schon vorsichtig fahren. Hier ist so ein bisschen Slalomkurs gleich. Da bin ich nämlich schon mal hier gegen so einen Boller, hier gegen so ein Ding da, mal gegen gefahren und dann war auf einmal der Motorschrott. Ah, da haben wir noch ein Auto, was wir zerlegen können. Ah, da frage ich mich jetzt, wenn die Sachen neu spawnen. Warum spawnen dann keine...
Bärenmann. Ist da noch ein Wassertank? Können wir den abbauen? Oder muss ich den auch zerdeppern? Oh, da ist ein Stein gespawnt. Auch nicht schlecht. Den können wir leider nur bewegen. Das ist nämlich das Problem, was ich hatte. Nee. Dann nicht. Nee, zerlegen wir ihn jetzt auch nicht. Das ist das Problem, was ich hatte, als ich umgezogen bin. Dass einige Sachen direkt auseinandergenommen werden konnten und man dann eins zu eins die Ressourcen wieder rausbekommen hat. Und andere Sachen wiederum sind nicht auseinandernehmbar gewesen und deswegen musste ich sie zerhauen. So. Komm, kommst du jetzt her? So, alles weg. Alles weg. Einkaufstour in Polen. Was? Wer hat das gesagt? Machen wir das mal ein bisschen anders hier. Lässt du Blätter fallen? Nö. Na gut. Ach Quatsch. Ich wollte doch fahren, nicht einsteigen. Und da sehe ich schon die nächste Karre. Das ist aber auch gleich schon das Motel. Ah, hier sind sogar zwei von den Karren. Na dann. Motor aus. Aussteigen. So, was sagt die Axt noch? 55,9%. Also es frisst ordentlich Äxte. Aber ich würde schon behaupten, wir machen hier eine Win-Situation draus. Weil ich glaube, eine Axt an sich, die hatte bloß ein bisschen Schrott und Holz gekostet und höchstens noch eine Komponente. Wir bekommen aber pro Auto mehrere Komponenten raus und können pro Axt mehrere Autos auseinandernehmen, von daher. Nur irgendwann ist dann Ende, wenn die Autos jetzt nicht mehr nachspawnen sollten und wir alle Häuser geplündert haben. Und es wirklich nur noch ganz wenig nachspawnen sollte. Oder gar nicht mehr nachspawnen, weil es dann irgendwann gefixt wurde. Gepatcht, wie auch immer. So, habt eh eine scheiß Lackierung hier. Ja, 33,6. Ja, und die Freunde sind bestimmt auch wieder da oben drinne. Na, immerhin. Er hält zumindest ein bisschen. So. Hätte ich das mal früher gewusst, dass ich hier noch den ganzen Kram drin habe. Vor allem die Nägel, die hätte ich ja eigentlich auch droppen können. Mit den anderen Nägeln. So. Ja, aber Komponenten haben sich auf jeden Fall schon mal ausgezahlt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Komponenten richtig übersetzt ist oder ob das anders übersetzt wäre. Ich nenne es einfach nur Komponenten, weil da steht ja Components. Ah, ich glaube, da lag wieder Schrott. Ja, bitte nicht kaputt gehen. Ich glaube, wir werden hier schon mal wenden. Machen wir so eine 20-Punkt-Wendung. So. Ja, aber war ja schon fast perfekt. Ich habe keinen Führerschein. Zur Info. So. Ah, der ist neu gespawnt. Vorsichtig gucken, ob hier irgendwas noch drin ist. Nee. Okay, dann frage ich mich jetzt echt, warum der Bär bei uns nicht mehr gespawnt ist. Vielleicht, weil wir da jetzt wohnen. Kann auch sein, dass das so einen gewissen Radius immer abdeckt. So, die Kollegen da oben müsste ich eigentlich versuchen wieder... Ja, hier ist... Also,
Hier waren wir, weiß ich wie oft. Hier ist definitiv neu gespawnt. Die Kollegen da oben müsste ich mal versuchen, irgendwie einzusperren wieder. Jungs? Ja, doch. Jetzt sind sie gespawnt. Die standen gerade eben noch nicht da. Ihr seht's also, man muss erst einen gewissen Radius dran sein, damit sie überhaupt spawnen. Ja, hier haben wir einiges zu zerlegen. Ist hier drinnen auch wieder was? Ach nee, hier drinnen war sowieso fast gar nichts. Das lag ja mehr so um dem Haus rum. Aber gut. Wenigstens haben wir eine Endlosquelle an Metall. Vielleicht spawnen wirklich immer nur die Sachen, die man verbraucht hat. So, und keine Sorge, die nächste Folge wird keine Sammelfolge, die wird eine Baufolge. Sobald das jetzt hier 20 Minuten ungefähr sind, also mit dem Zusammenschnitt von vorhin, als der Anruf kam, werde ich offscreen halt noch die Blätter sammeln und alles und vielleicht noch die letzten paar Reste, die noch unten fehlen. Ich glaube, dass hier noch viel fehlt. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich am Bauen bin. Also wenn es fertig gemacht wird. Ich habe gar nicht geguckt, was die Zäune kosten. Sehen wir ja dann. Die Hühnerfallen müssen wir auch noch bauen, ja. Ich denke mal zwei. Ja, ich werde einfach mal zwei bauen. Ups. So, wieder Platz im Inventar. Und weiter drauf da. Wieder eine Zündkerze. Gut. Dann waren hier drüben noch welche. Okay, eins. Aber hat sich definitiv ausgezahlt, die Tour. Kann man nicht anders sagen. Oh, ist jetzt schon wieder ziemlich gefüllt. Obwohl das hier, naja, ich habe das übrigens mal beim letzten Mal ausprobiert auf Screen. Weil ich das wirklich mal rausfinden wollte, wenn ich mit dem Auto immer wieder mal irgendwo gegen haue, also irgendwo gegen fahre und dann diese Komponenten, diese einzelnen von dem Auto qualitativ schlechter werden, also prozentual schlechter werden. Das Auto fährt sich dann noch definitiv schlechter. Es braucht länger zum Anfahren, es fährt nicht mehr so schnell, es ist nicht mehr so wendig. Also es ist echt ein merklicher Unterschied. Das heißt, man sollte nach Möglichkeit hier nicht GTA mitspielen, sondern wirklich vorsichtig fahren. Und nicht irgendwie, wie ich das eine Mal versuchen, den Bären umzufahren. Das hat mir auch das Auto zerlegt. Also ziemlich zerlegt. So. So, damit haben wir die jetzt alle abgeräumt. Und dann können wir wieder nach Hause fahren. Zack. Gucken wir mal, ob wir den Bären noch ärgern können. So eine Hupe wäre nicht schlecht. Und dann hat die Möglichkeit, andere Menschen, also hier in dem Fall die Banditen, wegzulocken mit der Hupe. Fällt mir ein, ich habe gar nicht probiert, einen Traktor auseinanderzunehmen. Und ich bin falsch gefahren. Boah, hallo Bär. Bin gar nicht, nein. Nicht dagegen fahren. Verdammt. Das könnte schon gereicht haben. Das ist hier echt super sensibel. Jetzt ist echt der Bär bei uns zu Hause wieder gespawnt. Ich werde ja irre. Ah, nein, nicht durch die Dinger fahren. Verdammt, das vergesse ich jedes Mal. Ah. Ah, verdammt mich. Das hat jetzt wieder ordentlich gekostet. Oh, Mann, oh, Mann. So. Gleich mal reingucken. Ja doch, die Reifen. Den hier hat der Bär angeklappert und die zwei sind jetzt runtergegangen dadurch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, was hier noch alles drin war, aber es ist auch runtergegangen bestimmt. Ja gut. Quatsch. Oh, wir können ruhig mal was essen wieder. Jetzt haben wir ja wieder neue Beeren. Also müssen wir wahrscheinlich, vielleicht, immer wieder mal aus so einem Gebiet raus, damit Sachen neu spawnen.
Denk mal, die wichtigeren Sachen kriegen wir auf jeden Fall erstmal weg. So, machen wir hier erstmal wieder die ganzen Klumpatsche hin. Huch, ne, sag mal. Und dann werden erstmal die Komponenten hier reingeprügelt. Stimmt, der war nur noch vier. Da habe ich die Blätter da noch reingemacht. Mist. Aber hier haben da sicherlich auch noch welche gefehlt. Ja. Ah, jetzt kommt natürlich Nebel. Gut, na was für ein Glück, dass die Folge jetzt eigentlich schon zu Ende ist. Von daher, bis zum nächsten Mal.